So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Mal wieder Boosterkarten von den neuen Lego Ninjago Serie 9 Next Level. Weil ich suche noch die Platinkarten und die Doppelkarten. Mir fehlen noch so einige. Und ja, nach dieses Video kommt heute noch ein Highlight-Video. Und welches das sein wird, zeige ich euch am Ende des Videos. Aber jetzt öffnen wir mal 15 Booster. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Platin-Karten finde und euch auch zeigen kann. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob ihr schon wieder welche gefunden habt, ob ihr alle zusammen habt und. Eine nur nach hinten. So, Kartenmotiv. Na. Möchte ich nichts zu sagen. Wenn ihr es genauer sehen wollt, zoomt ran. Dann seht ihr das, dann könnt ihr auch so lange wie möglich genießen. Und ja, okay. Lege ich trotzdem mal nach rechts alles, was glitzert, obwohl es ja nicht so hochwertig sein wird oder ist. Oh, mal wieder zwei. Das bedeutet, es könnte eine hochwertige dabei sein. Also eine mehr hochwertige. Vielleicht habe ich ja Glück. Und zack. Oh, eine Doppelkarte. Cool. Aber die grüne habe ich leider schon. Aber wieder eine gefunden. Seht ihr das? Ich lege sie mal. Die ganz hochwertigen nach ganz rechts. Und Standard. Lege ich hier hin. Aber da kommen die richtigen hochwertigen hin. Schade. Aber nichtsdestotrotz werde ich die Serie natürlich unter dem Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall günstig. Ihr wisst, wenn sein Anfang rauskommen, dann sind sie nicht sehr günstig. Und ups. Also wie gesagt, ich verlinke sie euch unter dem Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall günstig. Aber für die Leute, die sehr schnell voll haben möchten, bei denen es die noch nicht gibt, verlinke ich euch das. Und wenn ihr einen Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Oh, was ist denn da? Also ein Chaos drin, ey. Hängen wir die mal dahinter. Ah, ein paar Kartenmotive sind ja richtig schön. Ein paar auch nicht. Ein paar mehr. Naja, und das ist eine schöne Farbkombi. Aber ihr seht selber, warum diese teuer im Internet sind. Die sind richtig selten. Und die Platinkarten, ja, teilweise werden sie angeboten für einen Zehner und mehr. Ich weiß nicht, ob da draußen dann welche gibt, die sie für die Summe kaufen. Könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazugehört. Und euch auch sofort immer, ach, die Bienen. Die hochwertigen aufkauft, weil es dann im Endeffekt billiger ist, weil man sich dann mehrere Booster sparen kann. Okay, versteht man ja schon alles. Ein Level-Up-Karte, ja. Die sind auch mega cool. Ich packe sie mal nach ganz rechts. Obwohl, die sollten eigentlich gar nicht so selten drin sein. Aber ihr seht ja, ups, was ich ziehe. Vor allen Dingen doppelte Karten. Mal wieder zwei. Das ist immer gut. Das weiß der eine oder andere auch. Ach, Kermit ist wieder da. Jetzt kommt's. Einmal. Cool, eine Unter. Die habe ich noch nicht. Mega. Die habe ich noch nicht. Richtig. Das Motiv auch mit den Weißen. Mega. Und eine Level-Up-Karte. Ah, die genau die gleiche. Das passt ja wunderbar. Schaut mal. Obwohl ich die habe ich ja schon. Habe ich gerade schon gezogen.
Aber trotzdem mega cool. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich mache es mal ein bisschen schneller, damit das auch ne, damit das Video nicht so lang wird. Wenn ihr die Kartenmotive länger genießen wollt, drückt immer wieder auf Pause. Wieder zwei. Perfekt. Aber ihr seht auch bei den Standardkarten so viele Doppelte heute gezogen. Und? Ja. Mega. Muss ich gleich mal holen, ob ich die. Weiß ich gar nicht. Level up. Okay, die sind jetzt aber öfters drin. Oh, eine wieder nur. Und ihr seht, wenn ihr eine nur umgedreht habt, dann ist die Karte nicht allzu hochwertig. Sie ist zwar hochwertig, sieht auch cool aus mit den schwarzen Rahmen drum. Das muss man lassen, aber bis jetzt, ihr seht es auch, dass man die besten Chancen hat, wenn zwei an Bord sind. Kai. Und da hat irgendwas drauf gelegen. Seht ihr, ist ein viereckiger Abdruck drauf. Aber Kai habe ich schon zum Glück. Ah, okay. Aber da war irgendwas Viereckiges drauf. Ah, drei Booster-Tütchen habe ich noch. Das ist eine coole Farbkombi, oder? Alles in Dunkel gehalten. Richtig cool mit den goldenen Totenköpfen, die so glitzern. Das ist wirklich eine richtig coole Karte. Ach nee. Ich weiß nicht warum, ich mag diese Kartenmotive nicht. Auch Kermit lebt immer noch. Level up. Ja, aber ihr seht, 15 Booster gleich aufgemacht und keine Platin. Aber dafür Doppelte ohne Ende. Und Level up, okay. Einiges von denen. So, und hier ist es leider schon. Das 15. und letzte Lego Ninjago Serie 9 Next Level Booster. Und wie gesagt, ich verlinke euch die irgendwas von der Serie unter das Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall, günstig. Müsst ihr selber schauen, ob es für euch passt. Aber wenn ihr den Link benutzt, wisst ihr ja, unterstützt ihr meinen Kanal und danke dafür. Und noch eine. Und letzte. Ah, Level-Up-Karte. So, das sind ja jetzt die Stadtkarten. So, bei 15 Booster habe ich einmal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal Level-Up-Karten und vier Doppelkarten, seht ihr, und keine Platin.
und vier verschiedene zum Glück. Und keine Platinkarten. Aber egal, ich freue mich auf das nächste Video, was ich für euch mache. Weil ich habe nämlich gestern was Wunderbares entdeckt. Und was? Man kann es wunderbar nennen, man kann es auch nicht wunderbar nennen. Das sind die neuen Lego Ninjago Wundertüten. Freut euch auch da drauf. Für einen Daumen hoch freue ich mich immer. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.